Schlusslos blind, taub und stumm. Und nichts geschieht um dich herum. Eine unendliche Suche nach dem einen, diesen einen Moment. Die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Und ich halte ihn fest, für immer ab jetzt. In den Verstand fest eingraviert. Oh, oh, oh. Und mit dem Herz wohl sogar. Denn und wie alt bist du? Frederik, bin 16 Jahre alt und. Ist 16! Wie schon gesagt, 16 Jahre alt und komme aus Bönningstedt in Schleswig-Holstein. Frederik, das war überdurchschnittlich gut, was du hier gemacht hast. Du hast diesen Deutschpop-Schmelz in der Stimme, aber hast auch so einen souligen Einschlag, den ich ziemlich cool finde. Es ist noch nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, diese Position, wie du das Mikrofonstativ hast, ein bisschen zu niedrig und so. Dachte ich mir auch. Da ist so ein Hebeding da, das kannst du hochschieben. Komm, das ist meine erste Funktion als dein Coach. Ich zeig dir, wie ein Mikrostativ funktioniert. Hey. Pass auf. Du kommst rein und dann merkst du so, ist ja zu niedrig. Weißt du, mach mal selber noch mal. Yeah. Dankeschön. Jetzt hat Marc dir aber schon alles gezeigt, was er weiß. Vielleicht fange ich mal an und sage, warum ich mich nicht umgedreht habe. Du hast was ich bei Sängern gar nicht mag. Und das ist dieses Nasale. Du singst so durch dann hier, deine Stimme ist hier so im Nasenbereich und das mag ich nicht und deswegen habe ich mich nicht umgedreht. Das Nasale habe ich zum Beispiel gar nicht gehört. Ich schreibe zwar keine deutschen Lieder, aber ich kann dir auf jeden Fall helfen, weil ich weiß, dass ich komplett verliebt in diese Stimme bin und alles für diese Stimme tun würde. Wirklich. Meine Aufgabe als Coach ist, dir zu zeigen, wie du funktionierst. Und ich will dir einfach dahin bringen. Ich will halt den Angst wegnehmen, dir den Selbstvertrauen geben. Und ich glaube, Friedrich, weil ich heiße Raymond Michael Friedrich, da haben wir schon eine Verbindung. Mein Vater heißt Friedrich, also wir wären zu dritt eigentlich. Also war es Friedrich oder Frederick? Frederik. Frederik. Ja. Okay. Aber es ist scheißegal, wie du. Ist mir egal, wie du. Ist egal, wie hier darfst du Scheiße sagen. In Amerika aber er ist würden 16. Sie sagen. Ja, ich bin 16. Okay. Und meine Mutter ist da und. Ist sie? Oh. Zu wem geht er denn jetzt? Zu wem soll er gehen? Ich bin zu Ray. Ich bin zu Ray. Ray? Soll ich kurz mit deiner Mutter reden? Ich glaube, ich verstehe mich immer sehr gut mit Munden. Ich gehe mal kurz. Ja. So. Mama. Nee, bleib einfach da. Ich gehe kurz zur Familie. Ich mag Familie. Ich bin Familientyp.
Ey, was okay, jetzt willst du dich hier einschleimen, oder was? Natürlich. Die Tante. Ich bin Ray, hallo, servus. Hallo, das Gesang hier, hallo. Hallo. Ray, hier brauchst du dich eigentlich nicht mehr einschleimen, weil die sind alle für dich. He was amazing, he was amazing. Also, deine Mutter hat gesagt, komm zu mir, aber das was? War... Das glaube ich nicht, die holen wir jetzt mal. Wo ist deine Mutter? Hey, Mom. Hallo. Wie heißt du? Angel. Angel. Angel, das ist Frederik, kennst du vielleicht? Ey. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Frederik wärst, ne? Und du hättest die Wahl zwischen Marc und noch zwei anderen. Was wäre so dein Tipp an Frederik? Wir haben doch schon zu Hause darüber gesprochen. Wer wär's denn gewesen? Sicher? Warte mal, vielleicht bring ich die Mama kurz mal weg. Wirklich. Wirklich. Danke für die Hilfe. Was ich, Frederik, was uns diese ganze Sache jetzt gezeigt hat, ist, dass man sich auch irgendwann abnabeln muss von der Mutter. Du musst deine eigenen Entscheidungen treffen, du musst dein eigener Mensch... Sido, das ist doch bei dir auch immer so gewesen. Du hast immer deine eigenen Entscheidungen getroffen, oder? Ja, und ich würde jetzt auch gerne deine Entscheidung hören, bevor das hier ausartet. Frederik? Ich habe meine eigene Plattenfirma gegründet. Ich weiß, wie man das aufbaut. Ich weiß, wie man zu Leuten hingeht und sagt, hey, bitte, dieser Typ hat es verdient, gehört zu werden. Und du hast es verdient, gehört zu werden. Und ich würde dir so gerne dabei helfen. Vielen Dank. Ich finde, alles hat auf jeden Fall recht. Sie weiß, wie mit einer Plattenfirma halt irgendwie so, wie man, sie hat das alles selber gemacht, hat einen Welterfolg geschafft, das kann sie. Sie hat aber nicht diese Show gewonnen, das habe ich gemacht. Ja, für mich ist es eigentlich relativ einfach sogar. Und ich glaube, meine Eltern und Angehörigen werden damit nicht zufrieden sein, aber... Ich gehe zu Alice. Vielen Dank. Ich verspreche dir, Deutschland wird deine Stimme hören.